Juche, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei The Moment of Silence. Wir sind immer noch hier unten in der Kanalisation, haben ausgiebig mit Charlie und dem Professor gesprochen, nachdem wir durch ein Labyrinth geirrt sind und gehen jetzt hinten durch den Waggondurchgang, wo sich vermutlich Graham Oswald befindet. Der lang gesuchte Graham Oswald. Erstmal schaue ich aber, ob ich hier noch was anderes machen kann. Ob ich vielleicht hier auch weitergehen kann. Nein, das geht alles nicht. Dann soll ich wohl mit Oswald sprechen, weil er scheint bei Bewusstsein zu sein. Er ist schwer verletzt. Mr. Oswald, sind Sie es? Oh, Mr. Wright. Na? Alle Kartons ausgepackt inzwischen? Mein Gott. Ich sehe furchtbar aus, oder? Dieses Gefängnis ist nicht gerade ein Hotel. Wem sagen Sie das? Verdammte Mistkerl. Aber das wird in Ordnung kommen. Sie brauchen einen Arzt und dann wird... Ich denke nicht, dass ich einen Arzt brauche. Ach was, kommen Sie schon, Sie schaffen das. Er hat viel Blut verloren. Er wird immer wieder ohnmächtig. Ich würde gern Tommy sehen. Und Debbie. Lässt sich die Blutung nicht stoppen? Es sieht nicht gut aus. Mr. Oswald, ich habe Ihr Tagebuch gelesen. So. Ja. Interessant, oder? Mein Gott, ich war ein Idiot. Ich hätte das alles ahnen müssen. Alles war umsonst. Ihr Tagebuch war von unschätzbarem Wert für mich, Mr. Oswald. Es war nicht alles umsonst. Ich habe eine der Zielkoordinaten des Systems ausfindig gemacht. Eine Koordinate, die ich von der Bermuda-Plattform habe. Sie waren dort? Ich habe sie in die Luft gejagt. Aber ich weiß nicht, wo sich die Zentrale des Systems befindet. Ich brauche eine zweite Koordinate, damit ich einen Schnittpunkt auf der Karte habe. Eine Koordinate ist gespeichert in meinem Computer. Sie müssen das Passwort eingeben. Wie lautet es? Bringen Sie Tommy und Debbie her. Das Passwort, wie lautet es? Doublethink. Er fantasiert. Doublethink. Das Passwort heißt Doublethink. Wenn Sie es bis zum Flughafen schaffen, finden Sie ein Privatflugzeug an Piste 12. Es ist vollgetankt. Vielleicht bringt es sie schon zur Zentrale des Systems. Auf jeden Fall, aber weg von hier. Mr. Oswald, ist er nur ohnmächtig. Lassen Sie ihn. Wow. Ja, bitte? Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mrs. Oswald? Mrs. Deborah Oswald? Ja. Mrs. Oswald, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie ab sofort unter Hausarrest stehen. Bitte machen Sie keine Schwierigkeiten. Entfernen Sie sich von der Tür und bewahren Sie Ruhe. Wie bitte? Hausarrest? Was soll das heißen? Es ist nicht so schwer zu verstehen, oder? Hausarrest? Warum? Wer sind Sie überhaupt? Zeigen Sie erstmal Ihre Ausweise. Typ-2-Szenario, oder? Soll ich... Nein, lass. Es ist doch ein Kind in der Wohnung. Ich mach das. Mrs. Oswald, bitte kooperieren Sie und wir werden das ohne Probleme hinter uns bringen. Vielen Dank. Ich bin zu einer kurzen Einweisung verpflichtet. Sie dürfen sich frei in Ihrer Wohnung bewegen. Bitte bedienen Sie keine Kommunikationsgeräte und öffnen Sie kein Fenster. Sonst? Sonst müssen wir von der Schusswaffe Gebrauch machen. Haben Sie diese Instruktionen verstanden? Mom, wer sind die beiden? Sind das die Männer, die Dad verhaftet haben? Sei still, Tommy. Haben Sie verstanden, Mrs. Oswald? Ja, ich habe verstanden. Gut. Bitte sorgen Sie dafür, dass auch Ihr Sohn sich danach richtet. Wir würden es sehr bedauern, wenn ein Kind zu Schaden kommen würde. Oh Gott. Das wäre alles. Nummer 2, Sie kümmern sich um die Tür. Yep. Gut. Und? Und was machen wir jetzt? Wir warten. Okay. Es geht ihm schlecht, ich lass ihn lieber.
Er ist schwer verletzt. Okay, das heißt, ich soll die Deborah und den Tommy herbringen und das Wort Doublethink eingeben und das alles, obwohl die da Wache stehen. Professor. Darf ich Sie etwas fragen? Natürlich, mein Freund. Ich habe noch eine Frage zu diesem U-Bahnhof. Wie komme ich hier wieder weg? Sie sind doch gerade erst zu uns gekommen, Peter. Wollen Sie sich nicht erst ein wenig ausruhen? Außerdem, was wollen Sie so dringend da oben, wo man Sie sucht? Sie werden wahrscheinlich sofort festgenommen. Das ist wahr. Am besten, Sie bewegen sich nur in den Tunneln. Das ist eine hervorragende Möglichkeit. Okay. Sind noch alle Stationen miteinander verbunden? Sind auch alle diese U-Bahn-Stationen miteinander verbunden? Natürlich. Das ganze Netz ist so belassen worden, wie es war. Es wurde nur der Verkehr eingestellt, wegen der Sicherheitsproblematik. Und kennen Sie sich hier unten aus? Wahrscheinlich, oder? Natürlich. Aber Juri ist unser Spezialist für die Tunnel. Der kennt hier jeden Winkel. Wenn Sie etwas wissen wollen, wenden Sie sich an... Okay. Haben Sie einen Plan für mich? Ich habe doch selber einen. Haben Sie einen Plan für mich? Nein, aber Sie brauchen auch keinen. Juri zeigt Ihnen den Weg, wo auch immer Sie hinwollen. Ich würde den Weg sicher auch allein finden. Sie können sich ja mal ein wenig in den Tunneln umsehen. Vielleicht finden Sie einen alten Plan, der noch intakt ist. Besprechen Sie alles mit Juri. Okay, den habe ich. Ich habe noch eine andere Frage. Ich hätte eine Frage zu Juri. Nur eine, dachte ich. Er weigert sich, mir den Weg zu zeigen. Kann es sein, dass er unsere Sprache nicht gut spricht? Wie ist Juri hierher gekommen? Hä? Er weigert... Moment mal, danke, Professor. Danke, Professor. Kein Problem. Wieso weigert er sich? Das ist doch aber der Charlie. Halt. Hey, Charlie. Was? Kann ich kurz mit dir sprechen? Oh Mann. Nein. Nerv mich nicht. Na gut, vergiss es. Darauf kannst du wetten. Ach, Moment mal, da hinten ist Juri. Schaut mal, den habe ich ja gar nicht gesehen. Wo ist er denn? Ach, da, schaut mal, der ist da ganz versteckt. Hallo Juri, jetzt reden wir mal mit dir. Hallo? Hey, redest du nicht mit mir? Und dann eben nicht. Ach so. Hallo? Und dann eben nicht. Okay, Juri redet mit uns nicht. Jetzt macht das Sinn. Jetzt können wir zum Professor gehen. Ich war jetzt gerade etwas verwirrt. Darf ich Sie etwas fragen? Natürlich, mein Freund. Ich finde es auch komisch, dass man im Hintergrund die U-Bahn-Geräusche hört, wenn die U-Bahnen doch abgestellt sind. Ich hätte eine Frage zu Juri. Er weigert sich mir den Weg zu zeigen. Tja, das ist die empfindsame russische Seele. Haben Sie ihn vielleicht beleidigt oder gekränkt? Nicht, dass ich wüsste. Er hat irgendein anderes Problem, eins, das er schon vorher hatte. Wahrscheinlich ist es wegen seines Schuhs. Er hat ihn verloren, als er Graham Oswald hierher geschleppt hat. Und sich auf dem Schotter zwischen den Schienen ziemlich übel den Fuß aufgeschnitten. Ich verstehe. Ich würde ihm ja einen von meinen geben, aber ich werde mal sehen, ob ich ihm helfen kann. Wir haben einen Schuh. Kann es sein, dass er unsere Sprache nicht sehr gut spricht? Wie kommen Sie darauf? Er ist eigentlich sogar ziemlich gut. Aber er reagiert nicht auf mich. Dann ist er vielleicht noch zu betrunken oder schon zu betrunken. Oder er denkt gerade nach. Das wird gleich wieder. Warten Sie es ab. Wie ist Juri hierher gekommen? Ist er schon lange hier unten? Juri war mein Student. Er kam durch ein akademisches Austauschprogramm zu mir. Ein sehr begabter Junge. Er war bei uns zuständig für die Programmierung von Gesprächsstrategien und Weltwissen. Von ihm stammt zum Beispiel die Gesprächs-KI der ersten Infobot-Generation. Gesprächs-KI? Ausgerechnet. Er macht keinen besonders gesprächigen Eindruck auf mich. Warum sitzt er hier? Mit der Qualifikation würde er doch sofort einen Job bei Central Robotics bekommen. Er will keinen Job bei Central Robotics. Juri hat immer davon geträumt, einen kybernetischen Poeten zu programmieren.
Ich hatte es ihm als Doktorarbeit vorgeschlagen, wenn er so weit gekommen wäre mit mir zusammen. Kybernetische Poeten? Also einen Dostojewski-Bot? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Etwas in der Art. Leider ist nichts draus geworden. Und Juri ist lieber mit mir gekommen, als oben weiter Gesprächsroutinen für Fahrstuhlabfragen zu programmieren. Ich kann es mir vorstellen. Es ist schon schlimm genug, diese Gespräche zu führen. Sie zu konzipieren muss noch schlimmer sein. Danke, Professor. Danke, Professor. Kein Problem, mein Freund. Kybernetik, wow. So, Juri, jetzt wissen wir, was du willst. Du willst deinen Schuh wieder haben. Halt, Juri. Hier, dein Schuh. Oh Gott, der ist hinüber. Völlig kaputt. Das muss vom Sturz gekommen sein. So kann ich nicht mitkommen, mein Freund. Okay. Hi, kann ich jetzt mit dir reden? Ja, meinetwegen. Was willst du denn? Was hast du so lange gemacht? Ich habe nachgedacht. Aha. Worüber? Über die Poesie der Maschinen. Poesie der Maschinen? Was habe ich mir darunter vorzustellen? Stell dir eine Halle voller Infobots vor. Sie stehen sich gegenüber und sie unterhalten sich. Über was? Sie reden über mich. Sie reden über den Programmierer ihrer Konversationsroutinen. Und was besprechen die da? Sie freuen sich. Und sie sind stolz auf mich. Das ist poetisch, meinst du nicht? Ja, vielleicht schon. Tun sie das denn wirklich? Ich hoffe es. Ich hoffe, sie haben mich nicht vergessen. Du hast die erste Infobot-Generation programmiert? Du hast die erste Infobot-Generation programmiert? Es war ein hartes Stück Arbeit. Ich kenne ein paar von den ersten Modellen. Und? Gefallen sie dir? Ehrlich gesagt, sie sind noch etwas unausgereift. Weil du sie auf die falschen Themen ansprichst. Identifizierungen, Authentifizierungen, Codes. Das sind keine Herausforderungen für meine Programme. Solche Trivialitäten beleidigen ihre Intelligenz. Frag sie nach Tolstoi, nach Krieg und Frieden. Frag nach Nietzsche, Kant, Hegel. Du wirst staunen, wie viele Gedanken meine Infobots sich machen. Und zu welchen erstaunlichen Dingen sie fähig sind. Und ja, mich fragen sie immer nur nach Fahrstuhlpasswörtern. Du solltest sie erleben, wenn sie zu mehreren sind und niemand dabei ist. Dann reden sie über Poesie, über Philosophie, über das Leben. Aber sie leben noch gar nicht. Wer weiß. Ich habe mich nie getraut, einen meiner Bots abzuschalten. Warum nicht? Es sind Maschinen. Sie haben mich gebeten, es nicht zu tun. Da wusste ich, jetzt gibt es kein Zurück. Es ist ein erhebendes Gefühl, etwas erschaffen zu haben. Aber noch erhebender ist es zu sehen, wie es sich unabhängig macht. Es bedeutet Verlust, aber auch Triumph. Es ist, als verließen die eigenen Kinder das Haus. Infobots, das scheint unsere liebe Claire zu sein, von der er da redet, mit Fahrstuhlpasswörtern und so. Du kennst dich in den Tunneln aus? Du kennst dich in den Tunneln aus. Ich muss den Weg zu meinem Apartment finden. Jedes Leben ist wie ein langer Weg nach Hause. Findest du nicht? Bestimmt, aber ich muss wirklich dringend zu meinem Apartment. Und der Professor sagt, du kannst mir helfen. Sicher kann ich. Vielleicht bist du so gut, mir vorher zu helfen, meinen Schuh zu finden. Ich habe ihn verloren. Ohne den Schuh kann ich dir schlecht zeigen, wie du gehen musst. Ich habe mich verletzt, weißt du? Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Und ganz sicher brauchst du auch eine vollständige Karte. Sonst verirrst du dich hier unten. Ich kann ja nicht den ganzen Weg mitkommen. Okay. Alles klar. Lass dir Zeit. Du weißt ja, wo du mich findest. Bis später. Ich muss los, bis später. Na, bis später. Grieß meine Bots von mir. Grieß meine Bots. Aber ich hab doch deinen Schuh und eine Karte. Ein Plan, der wird mir weiterhelfen. Das hoffe ich mal. Schuh nochmal. Hier, dein Schuh. Oh Gott, der ist hinüber.
Völlig kaputt. Das muss vom Sturz gekommen sein. So kann ich nicht mitkommen, mein Freund. Kann ich... Ein Stück Faden aus Mr. Oswalds Tasche. Kann ich... Ich kann? Das ging? Der Schuh ist jetzt wieder einigermaßen brauchbar, denke ich. Judy. So, ich habe den Schuh soweit zusammengeflickt. Danke, mein Freund. Das ist wirklich nett von dir. Okay, komm mit. Ich zeige dir die Abzweigung da hinten im Tunnel. Wir müssen ein Stück durch die Dunkelheit gehen. Dann gehst du durch eine Tür und kommst in einen zweiten Tunnel. Du gehst immer geradeaus vorbei an dem großen Abwasserrohr. Von da findest du mit dem Plan den Weg. Danke, Juri. Grüß meine Bots von mir. Sag ihnen, es geht mir gut. Okay. Oh, dann geht automatisch weg. Geschafft. Wenn Juris Beschreibung stimmt, komme ich von hier aus irgendwie hoch in unser Haus. Okay. Aber wie? Da ist ein Brett. Schon wieder ein Brett. Wie im Gefängnis war auch ein Brett. Der Nachbargefangene hieß Brett. Da oben Lüftungsgitter. Da komme ich nicht ran. Mit der Hand aufs Brett, dann klettert er aufs Brett. Sehr interessant. Jetzt aber. Klang. Und Lüftungsschacht. Haha, vielleicht kommen wir da direkt bei der Deborah in der Wohnung raus. Oh, wow. Das ist mal ein Lüftungsschacht. Oh, wo sind wir denn hier? Geschafft. 23 verdammte Stockwerke. Wow. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Okay, 23 Stockwerke zurück kann ich nicht. Kann ich irgendwas einsammeln? Läuten kann ich auch nicht. Oh, da kann ich sogar rein. Da ist ein Stuhl. Aber da ist die Tür. Einsam kann ich nichts. Oh. Psst, Tommy. Tommy, komm mal her. Ich bin hier hinter der Tür. Mr. Wright, was machen Sie da? Bei uns in der Wohnung sind zwei Männer. Männer? Was sind das für Männer? Sie tragen schwarze Anzüge. Sie nennen sich Nummer 1 und Nummer 2. Und sie lassen uns nicht aus dem Haus. Sie sind... Böse? Ja. Haben Sie gesagt, was Sie wollen? Ich glaube, Sie suchen nach Daddy. Und nach Ihnen, Sir. Geht's deiner Mutter gut? Sie hat Angst. Und ich habe auch Angst. Na klar, mach dir keine Sorgen. Ich werde uns alle hier rausbringen. Haben Sie Dad gefunden? Ja, ich habe deinen Dad gefunden. Hör zu, Tommy. Du musst mir jetzt helfen. Es ist sehr, sehr wichtig. Du musst mir genau zuhören. Und dann genau das tun, was ich dir gesagt habe. Wirst du das machen? Ja, Sir. Gut, pass auf. Du gehst jetzt zu deiner Mom und sagst ihr, dass ich hier bin und dass ich deinen Dad gefunden habe. Dann sagst du ihr, dass sie am Computer von deinem Dad ein Passwort eingeben soll. Das Passwort heißt Double Think. Kannst du dir das merken? Ja, klar. Wie heißt das Passwort? Double Think. Sehr gut. Dann wird sie in ihrem Computer eine Karte sehen. Die muss sie ausdrucken. Soweit okay? Yes, Sir. Okay. Dann müsst ihr einen Weg finden, hierher zu kommen. Hierher zu mir in das Etagenklo. Denkt euch irgendeine Ausrede aus. Und dann? Dann hauen wir ab, Tommy. Ab zu deinem Dad. Er wartet schon auf euch. Alles verstanden? Yes, Sir. Dann los, Junge. Geh schon. Viel Glück und bis gleich. Hohohoho. Aber hallo. Der Polizist hat nichts gemerkt. Hm.
Oh. Aha, wir steuern jetzt die Deborah. Ja gut, Leute, dann würde ich aber sagen, wir machen hier einen Cut. Und als Deborah geht's dann im nächsten Part von The Moment of Silence weiter. Ich würde mal sagen, wir reden dann vielleicht auch mal mit diesem Agenten, der mich auch übrigens an den Mr. Greenberg erinnert. Aber naja, lassen wir das. Oh, da geht's ins Kinderzimmer und ins Badezimmer. Wir werden uns dann mal, wie wir dürfen, frei in der Wohnung bewegen. Aber das machen wir dann eben erst im nächsten Part von The Moment of Silence. Also bis dahin. Ciao.